Herzlich willkommen, Iris Grün. Ja, hallo Markus, schön dich Hi. zu sehen. Schön, dich bei mir zu haben heute im Interview mit Pans Liste, den Ja, Rainbow Angel aus Freiburg. super. Ja. Ja. Wir haben uns vor langer Zeit getroffen und wir haben miteinander gearbeitet und ich habe bei dir auf dem Mana Festival in Freiburg durfte ich ausstellen und somit haben wir auch andere Leute kennengelernt, die zu deinem Netzwerk gehören. Du hast ein recht großes Netzwerk, du organisierst Messen, also ich würde sagen, es ist eine Messe, es ist eher vielleicht auch ein kollektiver Spielplatz von Gleichgesinnten, ja, wo man sehr schöne Workshops macht und du unterrichtest Gruppenabende, Einzelarbeit, du hilfst Menschen bei der Bewusstwerdung. Und ich möchte heute einfach fragen, wie machst du das und wie ist deine Arbeit, wie bist du dazu gekommen? Erzähl einfach ein bisschen über dich. Hallo Iris. Ich habe ganz früh angefangen mit dem Trip, sage ich mal in Anführungsstrichen, so es geht um die Erleuchtung in diesem Leben und habe mich irgendwie auf den Weg begeben, um zu gucken, ja, was heißt denn das überhaupt und wie komme ich denn da hin und habe mich mit vielen Erwachten auch, war ich jahrelang unterwegs und habe dann immer wieder gemerkt, oh, ich komme an Strukturen, die sich einfach total unfrei anfühlen, wo ich an meine eigenen Grenzen komme, an meine eigenen Verhaltensmuster und bin dann immer so tiefer in die Materie, also in die Materie, sage ich so, in das Leben eingedrungen und habe ganz viel erforscht, was ist das, warum komme ich da an so Strukturen dran, die ich nicht leicht verändern kann. Ich bin Steißlage. Ich habe schon ganz früh so den Kontakt in die Anbindung verloren oder nicht mehr fühlen können. Und es war so der Weg, wie es für mich anfing und bin dann immer weiter da reingegangen. Und dann war die Neugierde da und aber auch viel Schmerz, viel Themen, die an die Oberfläche gekommen sind, die ich gar nicht, die einfach abgespalten war, sag ich mal so. Und so bin ich immer tiefer eingedrungen. Und irgendwann kam es dann so, es war nie meine Idee oder Ausrichtung, dass Menschen mich angesprochen haben und gesagt haben, hey, du veränderst dich, was machst denn du und kannst du das nicht auch mit mir machen? Also es gab nie die Idee, dass ich jeder mitarbeiten wollte oder würde. Es war immer so, wie das Leben schubst mich so in die nächste Richtung und sagt, hey, mach mal. Damals habe ich gedacht, ich arbeite nicht mit Arbeitskollegen, ich habe als MTA in einer Klinik gearbeitet. Und trotzdem hat sich dann einfach so sein sollen und so ergeben, dass ich immer mehr Ausbildung gemacht habe, Trainings, humanistische und spirituelle Therapie, Rebirthing, Atemarbeit, postural Integration, also wirklich tiefe Strukturen auch über den Körper versucht habe zu lösen, um wieder in so eine Durchlässigkeit, in eine Freiheit zu kommen. So würde ich es inzwischen definieren. Ja, und es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Mehr Freude, in mehr Durchlässigkeit, in eine Offenheit, in ja, mich und die Menschen und das Leben wirklich akzeptieren zu können, so wie es sich gerade zeigt. Und ja, es berührt mich selber. Es war Schön. viel Arbeit, aber es ist auch ein wunderschöner Weg. Ja. Und sprichst du hilfst Menschen dabei, im Einklang mit ihrer Situation zu sein? Ja. Also in Einklang so mit einzuladen mit den Themen, die gerade einen beschäftigen. Und wir beschäftigen uns ja alle gerade mit irgendwelchen Themen. Die Zeitqualität ist so intensiv. Und die Möglichkeit, Sachen wirklich aufzulösen, zu verändern oder zu erlösen oder abgespaltene Anteile wirklich zurückzuholen zu mir, das ist so toll möglich, sage ich jetzt, in der jetzigen Zeitqualität. Und da habe ich einfach Freude dran, Menschen da zu sehen, mitzufühlen und sie zu unterstützen, immer wieder auch einen neuen Schritt zu tun, weil wir haben ja oft auch so blinde Flecken, wo wir gar nicht wissen, dass das noch nicht alles ist, was wir erleben können oder dass das noch nicht das Ganze der Freude ist, die wir fühlen können, die wir, ja, mit der wir uns erleben können. Und da freue ich mich einfach über jeden Einzelnen, den ich so ein Stück begleiten darf in die Richtung.
Und die Thematiken da, die sind ganz unterschiedlich, mit denen Menschen kommen. Und du bist einfach, also ist es dann deine, wie machst du das, wenn du dann mit Menschen arbeitest? Ist es deine Präsenz und dein eigener Prozess, der dir dabei hilft oder dich anleitet, anderen Leuten an die Hand zu nehmen und ihnen einen Weg zu weisen? Also ich habe natürlich viele Ausbildungen und Trainings gemacht und im Prinzip glaube ich aber, da ich dadurch, dass ich ganz viel mit mir gearbeitet habe, ich sehr hellfühlig bin und sehr offen in meiner Wahrnehmung bin und andere sehr leicht mitspüren kann, wenn das möglich ist, also wenn die Menschen zu mir kommen und dadurch ganz leicht so Punkte finden, wo ich hinterfragen kann oder wo ich ein Feedback geben kann oder wo ich auch vielleicht spiegeln kann, sagen kann, hey, was ist denn an der Stelle? Also so taste ich mich dann ran und dann schaue ich einfach, was ist denn der nächste Schritt? Ist es eine Gestaltarbeit, wo es um Thematiken vielleicht geht mit der Familie? Ist es eine Atemarbeit, die es braucht, um im energetischen System was zu öffnen? Das ist so das, wo ich das Gefühl habe, wir haben uns alle irgendwann so ein Stück verschlossen, ja, weil wir einfach nicht wussten, wie wir damit umgehen sollten mit unseren Strukturen. Und da braucht es auf einer tieferen Ebene so das energetische System wieder zu öffnen. Deswegen liebe ich Atemarbeit sehr, weil entweder sind die Themen ganz schnell da oder Gefühle tauchen auf oder es braucht eine Weile, bis es sich nach und nach wieder öffnet. Und das ist dann auch wunderschön, dass die Menschen dann sagen, wow, ich fühle mich wieder. Ich habe mich gar nicht gefühlt. Ja, ich spüre mich in Verbindung. Und ich komme mit meinen Kindern anders in Kontakt und ich kann die plötzlich ganz anders wahrnehmen. Also es muss gar kein Drama sein, mit dem die Menschen kommen, sondern oft ist es so ganz feiner Reingleiten, indem dass die Menschen einfach merken, irgendwas stimmt noch nicht. Ich habe alles, Familie und Kinder und es ist alles gut. Und aber es fehlt irgendwas, wie so eine eigene tiefere Anbindung. Das ist jetzt ein Beispiel von dem, wo ich jetzt gerade auch begleite. Schön. Und es ist einfach schön dann zu sehen, dass es sich auch ganz leicht öffnet, weil wir alle irgendwie wie bereit sind dafür. Weil wir es ja alle auch wollen. Wir wollen ja in mehr Freiheit, Lebendigkeit, Offenheit kommen. Und die Atemarbeit ist eine große Möglichkeit, da wirklich in der Öffnung zu kommen. Ja, schön. Ohne überhaupt zu wissen, dass wir uns verschlossen haben. Oft merken wir das ja gar nicht. Wenn ich Ja, nicht so also die wenn ich mich nicht fühlen kann, dann fühle ich ja nicht, dass ich Ja, nicht eben. fühle. Genau. Ja, und wenn mein Leben gut ist, dann habe ich auch erstmal nichts so, wo ich dran rumbasteln muss, bis ich dann plötzlich merke, irgendwas fehlt doch. Ja. Ja. Und du machst dann das mit Einzelarbeit, also ich habe gesehen, du machst doch Gruppenarbeit. Ja. Du machst auch Reisen nach Hawaii, eine von Ja. den Reisen, deine große Reise nach Hawaii. Ja. Magst du ein bisschen darüber erzählen? Ja, gerne. Ich mache Einzelarbeit. Meistens kommen die Menschen erst zu mir in der Einzelarbeit. Und da kommt ich, also von meinem Gefühl her, ist es das Vertrauen, was entstehen muss, dass Menschen sich öffnen können. Und da biete ich auch eine halbe Stunde kostenlos an, einfach um zu gucken, stimmt das? Passt das? Ist mir jemand sympathisch? Bin ich dem anderen sympathisch? Weil das ist so der erste Schritt, dass ich mich öffnen kann. Und ich merke, umso mehr ich die Menschen dann begleiten darf in der Praxis, und manchmal sind es auch nur ein, zwei Sitzungen, da öffnet sich tiefer was. Und dann kommen oft die tieferen Strukturen an die Oberfläche. Und da sind oft Traumata drin. Es sind oft wirklich abgespaltene Strukturen, die wir gar nicht in der Aufmerksamkeit hatten, die dann auftauchen. Und das ist wunderschön. Und wenn ich dann an Stellen komme, wo ich merke, ah, das ist jetzt so, unser Kontakt steht wirklich, das Vertrauen ist da, dann frage ich auch, hey, magst du nicht mit in die nächste Gruppe kommen? Wir arbeiten zum inneren Kind oder mit nach Zypern kommen. Wir haben jetzt so die Liebesenergie, das Herz zu öffnen in Zypern im Herbst. So, dann habe ich so das Gefühl, dann ist so eine, dass wir uns schon kennen und auch spüren und die Menschen auch vertrauen. Und dann ist es wie nochmal ein tieferes Einsteigen ins Seminar und auch mit mehr Resonanzfläche als mit mir. Wenn man andere da sind und dann kann man ganz anders nochmal arbeiten und es erweitert das Feld dann.
Aber meistens ist dieser 1-zu-1-Kontakt, der erstmal steht und dann gehen wir damit wie in mehr rein, also in mehr Öffnung, in mehr Möglichkeiten, die uns dann auch zur Verfügung stehen. Durch, dass ich dann Familienaufstellung auch da mache oder Gestalt, also Yoga, ich bin auch Yogalehrerin, also da habe ich ganz viele Tools und Ausbildungen, wo ich dann mein ganzes Repertoire zur Verfügung stellen kann im Seminar. Schön. Schön. Und da auch kein festes Konzept habe, sondern wirklich gucke, wer ist da, wo sind die Menschen, und ich habe oft welche, die schon ganz lange mit mir sind und welche, die ganz neu dazukommen, und dann das Vertrauensfeld ist aber dann schon da und dann ist es ein leichtes Einsteigen und Mitgehen. Das ist super. Ich meine, dann ist ja auch so ein, die Gemeinsamkeit ist da dadurch, dass du schon mit ihnen gearbeitet hast, du hast ja schon eine gewisse Schwingung hergestellt und dann weißt du, das harmoniert auch. Und dann, das ist schön, ja. Ja, das eine Zeit lang dachte ich, ach, ich hätte es auch gern mal einfacher, dass die Menschen direkt in Gruppen kommen und ich nicht so viel Einzelarbeit mache. Und inzwischen bin ich da total in Frieden mit, weil ich es total schön finde, die Menschen erst persönlich kennenlernen zu können und dann sie in was Größeres oder was Offeneres noch mitbegleiten zu dürfen. Das ist inzwischen das, wo ich einfach merke, ja, das finde ich total fein, es berührt mich auch, dass es diese Richtung hat. Du nennst dich, deine Webseite ist rainbowangel.de, ne? Was hat es damit auf sich? Ja, inzwischen, vor ein paar Jahren, als ich es nochmal neu zertifizieren lassen musste, habe ich überlegt, ob ich den Namen ändere, weil ich das nicht mehr so definieren würde oder fühlen würde. Aber inzwischen hat es das einfach einen Bekanntheitsgrad und war das unnötig, das zu ändern. Es war mit meinen ersten zwei Hawaii-Reisen, als ich auf Kauai war, dass ich das Gefühl hatte, hier gehöre ich hin, hier komme ich her. Also das ist so mein Feld, das ist mein Platz. Es hört sich komisch an, aber ich war 4 Wochen da beim ersten Mal und ich habe nur geheult. Ich bin nur heulend durch die Gegend gelaufen, weil ich das Gefühl hatte, uff, ich komme endlich nach Hause. Ich habe mich in Deutschland nie zu Hause gefühlt. Und das war so, uff, wieso bin ich je woanders gewesen? Und dann bin ich von Kauai eingeladen worden von den Spirits und ich habe zum ersten Mal so eine Öffnung nach oben gehabt. Die habe ich einfach nie gehabt durch meine Steißlage und habe mich angebunden gefühlt und hatte das Gefühl, wow, es ist einfach göttlich. Ein Gefühl von Göttlichkeit gekriegt. Ja, das ist, sorry, dass ich da einfach mit drin bin. Und dann habe ich die Information gekriegt auf einer Wanderung im Kalalau, dass ich Menschen, ich habe gesagt, hey, ich will nicht nur in Gruppenräumen arbeiten, was soll ich denn machen? Und dann kam so die Nachricht, bring Menschen hierher. Und ich dachte, also das ist echt ein heftiger Weg, den zu gehen in diesen Kalalau rein. Und es hat mich aber total mit dieser lemurianischen, ganz, ganz alten Energie in Verbindung gebracht. Mit der Energie, wo ich aus dem Paradies rausgefallen bin, vor ewig langer Zeit. Und dieser ganze Weg jetzt bis hierher, den ich gehen durfte, der hat mich total rückverbindet mit dieser Ursprungsenergie. Und dann war das so wie, ja, okay, ich mache das. Ja, und seitdem mache ich das seit 20 Jahren. Und da war so die Information, wie geht es leicht, weil das ist ja total viel Geld, nach Hawaii zu fliegen. Und dann haben sie gesagt, hey, es gibt eine Regenbogenbrücke, die verbindet Hawaii und Deutschland. Und diese Brücke kannst du nehmen. Und du kannst dir vorstellen, wie so ein Engel, der diese Verbindung macht. Und dann habe ich mich Rainbow Angel Institute genannt. Ah, super. So einmal diese Synthese mit dem Regenbogen, da ist alles drin enthalten an Farben, an Licht auch. Und zum anderen war ich auch damals so mit den Engeln auf Kauai sehr in Verbindung. Und es gab eine Zeit, wo ich ganz viel Engelgeschenke gekriegt habe. So, es war irgendwie damals wirklich eine starke Resonanz damit. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das. Inzwischen hat sich das so ein Stück aufgelöst und das Ganze hat so immer mehr in mir Integration gefunden. Es gab viele Seelenanteile, die ich auf Kauai wiedergefunden habe, die sich wieder integriert haben. Und du machst es heute noch, dass du Leute dorthin bringst? Ja, ich mache es vielleicht das letzte Mal. Ich habe das Gefühl, dass ich das Fliegen nicht mehr möchte. Okay.
Also, dass ich die Umwelt nicht mehr so belasten möchte. Mhm. Und merke auch, dieser Anteil jetzt die letzten 20 Jahre, der ist einfach zu mir zurückgekommen. Und ich bin in Deutschland genauso zufrieden, wie ich das auf Hawaii immer erlebt habe. So, ich fühle mich auch hier in einer guten Verbindung mit der Erde, aber auch mit der Verbindung mit dem Ganzen, was ich sonst immer nur auf Hawaii so stark erlebt Ach, habe. schön, schön. Und von daher ist es so, ich kann es jetzt auch gut loslassen. Und die Insel ist eh in meinem Herzen. Sehr schön. Das war der Ursprung. Arbeitest du von der Praxis aus oder machst du das am Telefon? Wie kann man mit dir arbeiten? Also wie würde man mit Eigentlich dir in auf Kontakt allen treten? Ebenen. Ich mache Skype, wenn Menschen weiter weg sind. Ich arbeite in der Praxis des 1:1. Ich habe Artengruppen in Freiburg und in Tübingen. Ich habe Praxisräume hier bei Freiburg und in Tübingen immer noch. Da hatte ich ein eigenes Zentrum und bin einmal im Monat noch da. Das sind eigentlich so die Haupteinebenen zum Reinkommen, zum mit mir in Kontakt gehen. Ich mache auch Telefongespräche ganz normal, aber lieber erst dann, wenn ich die Menschen schon mal in der Praxis hatte, weil ich die dann besser fühlen kann und dann kriege ich auch am Telefon die Stimmungen mit und die unterschiedlichen, ja, Wahrnehmungen. Sprich, Menschen, die an deiner Arbeit interessiert sind, die würden dich erstmal kontaktieren per Ja. E-Mail, Telefon Ja. und dann erstmal kennenlernen. Ja. Vorzugsweise persönlich. Ja. Genau. Ja. Okay. Ich Ja. würde dann einfach deine Telefonnummer und deine Kontaktdaten unten einblenden. Ja, So gerne. dass diejenigen, die das anspricht, auf jeden Fall sich mit dir in Verbindung setzen können. Ja, ganz gerne. Vielen Dank, Iris. Ja, danke dir auch, Markus. So, wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal, den Panzliste-Kanal. Du kannst da unten einfach auf Abonnieren klicken und dann kriegst du immer wieder die neuesten Interviews. Und Okay. du kannst am Ball bleiben. Okay, gerne. Ja? Dann Ganz vielen Dank, gerne. danke fürs Zuhören, danke fürs Interview Danke dir auch. und bis bald. Bis bald.